Hallo Leute, heute kümmern wir uns ein bisschen um das Kolosseum, das schon lange hier in diesem unfertigen Zustand herumsteht. Wir haben zwei Reihen vom Kolosseum gebaut, da haben wir auch unsere Villager drin. Ich denke nicht, dass ich mehr Villager brauche, die als ich schon habe. Drum können wir hier den Deckel zumachen. Aber dafür müssen wir noch eine Reihe mit Bögen nach oben machen. Und das ist hier. Und dann zu oberst kommt nochmals eine Reihe, aber ohne Öffnung nach außen. Und dann können wir nach innen drin die Sitzreihen machen, die schräg abfallen, hier in die Mitte. Dann hier in der Mitte werden wir eine Arena haben und oben drüber etwas Abdeckung, so dass die Sonne die Zuschauer nicht so sehr verbrüht. Aber ich mache hier mal die nächste Reihe hin, so dass wir das Schritt für Schritt angehen können. Die zwei obersten Reihen sind nun auch platziert und die oberste, die ist quasi undurchsichtig, also nicht mit Bögen wie die drei unteren, aber dafür aus Sandstein-Wollblöcken, so dass das Ganze etwas sich abhebt von den Säulen, die wir hier haben. Oben drüber eine Reihe Half-Slabs, damit obendrauf nichts spawnt. Und dann können wir hier damit beginnen, die Tribüne nach unten und innen zu bauen. Und ich habe hier nicht ganz oben angefangen. Und wenn wir das so weiterführen, dann wird wahrscheinlich nicht viel von unserer Arena übrig bleiben. Das heißt, wir müssen da irgendetwas uns überlegen, wie wir schneller nach unten kommen, sodass wir am Schluss zumindest eine kleine Arena hier in der Mitte übrig haben. Und ich denke, das machen wir, indem wir vertikal ein paar Mauern hochziehen, insbesondere auf der untersten Ebene, auf dieser Ebene und dann wahrscheinlich auch zu unterst, um die Sitzplätze, die Balustrade von der eigentlichen Arena abzutrennen. Gut, da habe ich einiges an Arbeit vor mir, bis wir da ganz unten angekommen sind. Die oberste Reihe an Sitzplätzen ist nun installiert und ich habe hier auch die oberste Mauer platziert und hier geht es dann gleich weiter und da unten haben wir die zweite Ebene für unsere Villager. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich nur zwei, drei Sitzreihen haben, bevor wir wieder eine Wand haben, denn wir brauchen ja mindestens einen Durchgang von welcher zwei hoch ist. Und dann können wir vielleicht noch zwei nach unten gehen und dann zu unterst nochmals eine Mauer bauen.
bevor wir dann effektiv die Arena mit Sand füllen. Ein paar Sitzreihen mehr sind platziert, wie ihr sehen könnt. Wir haben oben einen Ausgang, wir haben unten einen Ausgang, das auf allen vier Seiten. Und aus irgendeinem Grund ist diese Seite anders als die anderen drei. Ich könnte verstehen, wenn diese Seite und diese Seite gleich sind, denn das Kolosseum hat eine leicht ovale Form. Das heißt, zwei Seiten dürften länger sein als die anderen beiden. Aber dem ist nicht der Fall. Bin mir nicht sicher, warum das so ist. Aber wir können das zu unseren Gunsten nutzen, denn da drüben, die Seite, die sich auszeichnet, da machen wir die Loge des Imperators hin. Und hier auf der Seite und hier haben wir auf der Innenseite Treppen, die runter und rauf gehen. Es ist etwas, das fehlt auf dieser Seite. Ich denke, da brauche ich es nicht, denn soweit ich das derzeit sehe, kommen wir hauptsächlich entweder von unserer Basilika hier rein oder von da draußen. Nun, alles, was übrig bleibt, ist hier unten noch eine Mauer zu platzieren, die die Sitzplätze von der Arena abtrennt und dann die eigentliche Arena reinfüllen. Und auch hier unten werden wir das Gras mit Sand oder sandsteinartigem Material ersetzen, sodass alles sauber aussieht. Gut, ich denke, das mache ich noch und dann zeige ich euch, wie das endgültige Ergebnis aussieht. Die Arena ist nun auch fertig und auch die Böden auf der Innenseite, aber derzeit ist alles noch sehr eintönig. Das heißt, wir müssen da noch mehr Details reinbringen. Hier in der Arena, da haben wir schon den Boden mit verschiedenen Texturen versehen, so dass das nicht ganz so eintönig wird. Aber beispielsweise da kommt noch die Loge für den Imperator. Oben drüber brauchen wir noch Sonnensegel. Dann müssen wir noch schauen, was uns sonst noch so einfällt. Hier auf der Seite haben wir eine Treppe. Und hier geht's in den Untergrund, wo wir einen dunklen Gang haben. Da geht's runter zu unserem Villager Breeder. Und hier haben wir den Konversionsmechanismus, der aber hier nirgends verbunden ist. Denn den ganzen Boden, den wir hier unten haben, ist mit Slabs abgedeckt. Ziemlich eintönig hier. Ich denke, hier unten müssen wir auch nicht allzu viel Variation drin haben, solange wir sicherstellen können, dass alles schön ausgeleuchtet ist, dass wir keine bösen Überraschungen haben, denn nun, da wir Treppen haben, können Zombies den Weg hier zu unseren Villager finden. Und das kann eben tragisch enden, wenn wir nicht aufpassen. Aber wir haben ja überall unsere Fackeln aufgestellt und das sollte genügen.
Gut, dann alles, was ich jetzt noch machen muss. Vielleicht brauchen wir hier Barrieren. Nicht, dass unsere Gladiatoren aus der Arena einfach so verschwinden. Die Loge da oben. Und etwas gegen die brennende Sonne. Aber zuerst mal durchschlafen. Ich denke, das Kolosseum, so wie es derzeit ist, können wir als abgeschlossen betrachten. Hier haben wir zusätzliche Gates für in der Mitte, sodass unsere wilden Tiere da nicht rauslaufen. Und wie ihr sehen könnt, das hier war mal etwas ein blutiges Spektakel mit diversen Blutresten, die den Sand hier unten zieren. Dann oben, die oberen Ränge, die haben auch etwas Sonnenschutz und das ist etwas ungleichmäßig, denn ich habe mich da nicht wirklich allzu sehr bemüht, das symmetrisch hinzubekommen. Im Effekt sind das ja sowieso irgendwelche Stoffbänder, die von hinten nach vorne gezogen werden. Und ich gehe davon aus, dass da mit Luftzug etc. Ist das wahrscheinlich nicht überall gleich. Dann hier haben wir ja unsere Treppen und hier auf der Seite haben wir auch einen Thronsessel mit einem Banner hinten dran, was so ähnlich aussieht wie das römische Logo, der römische Kranz, rot auf Gold auf Rot mit SPQR Senat Populusque Romanum, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und damit denke ich, können wir das Kolosseum abhaken. Und uns nächstes Mal wahrscheinlich um etwas Wege kümmern hier zwischen unseren Gebäuden, dass wir da weniger auf Gras laufen, sondern ein richtiges Wegesystem haben. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss!